mein Gott! Es ist wundervoll, heute hier zu sein. Oh ja, das ist es wirklich. Ihr seht toll aus. Oh ja, das tut ihr. Großartig. Ich mag die Art, wie du dein Haar trägst. Ja, das ist wunderschön. Habt ihr mich erkannt? Ich meine, was ich wissen möchte ist, wisst ihr, wer ich bin? Okay, ich erklär's euch. Ich bin Elke Schmidt, ich bin Synchronsprecherin. Ich bin die deutsche Stimme von fast allen Frauen aus amerikanischen Spielfilmen und Fernsehserien. Und ich werde verdammt nochmal sehr häufig gefragt, hey, wie zum Teufel, wie macht man das? Ich meine, wie wird man Synchronsprecherin? Muss man diese Art zu sprechen und sich auszudrücken? Muss man das lernen? Nun, ich weiß es nicht. Ich habe immer schon so gesprochen. Neulich habe ich etwas Verrücktes getan. Ich habe nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mal wieder einen Kuchen backen sollte. Ich weiß nicht, hat von euch schon mal jemand einen Kuchen gebacken? Ich meine, richtig gebacken, hat das schon mal jemand getan? Ja, okay. Ein paar von euch sehen mich an, als wollten sie sagen, oh mein Gott, Kuchen backen, das würde ich niemals tun. Das ist doch viel zu gefährlich. Denjenigen von euch möchte ich etwas Mut machen. Jeder und jede von euch kann einen Kuchen backen. Oh ja, bei Gott, wirklich jeder. Du kannst deinen Kuchen backen. Du kannst es. Ja, selbst du kannst es schaffen. Es gibt nur ein paar Dinge, an die ihr dabei denken solltet. Zum einen solltet ihr euch immer darüber im Klaren sein, dass ihr auch wirklich macht, was ihr tut. Fast genauso wichtig ist, dass ihr ein Rezept habt. Denn im Rezept stehen die Zutaten. Und ohne Zutaten ist es verdammt nochmal sehr schwierig, einen richtig guten Kuchen zu backen. So braucht ihr für einen Kirschkuchen Kirschen. Für einen Käsekuchen braucht ihr Käse. Und für einen Egal. Ihr müsst diesen Kuchen verdammt nochmal genau nach Rezept machen. Das ist verdammt nochmal sehr wichtig. Oh ja, bei Gott, das ist es. Aber fast genauso wichtig ist, dass ihr niemals vergesst, dass gerade ihr es seid, die diesen Kuchen backt. Ihr backt ihn mit euren eigenen Händen und das ist gut. Ihr backt ihn für euch. Vielleicht bekommt ein Freund, eine Bekannte ein Stück davon. Ich weiß es nicht.
Ein bisschen backt ihr ihn bestimmt auch für mich, denn ich habe euch davon erzählt. Aber das Wichtigste ist, und das dürft ihr niemals vergessen. Nein? Okay, in deiner neuen Küche. Denkst du daran? Ihr backt diesen Kuchen auch für unser Land. Dankeschön.